Wir sind zurück in Elden Ring. Heute geht es in das Grab des Helden Gelmir. Wir bekommen es hier wieder mit dem fiesen Wagen zu tun, den wir nicht zerstören können, er uns dafür aber schon. Doch wenn wir den überwinden und noch einige andere Dinge, dann werden wir hier mit zwei genialen Rüstungen, einer Mantisklinge und der Asche des Bluthundritters Floh belohnt. Alles Teile, die man auf jeden Fall haben sollte. Darüber hinaus gibt es hier natürlich noch die eine oder andere Sache, die interessant sein könnte. Aber die eben erwähnten Teile sind auf jeden Fall die Highlights hier. Ich blende dir eben die Karte ein, damit du weißt, wo du genau hin musst. Die Gnade heißt natürlich auch Grab des Helden von Gelmir. Wir machen uns auf den Weg und hier wirst du auch gleich das erste Problem sehen. Denn wenn wir hier runterlaufen, dann siehst du hier eine riesenlange Bahn und ganz weit vorne ist der Wagen bereits unterwegs, der uns töten wird. Du kannst hier weiterlaufen, aber spätestens hier musst du reinspringen, denn ansonsten würde dich der Wagen erwischen. Ich empfehle dir am besten vielleicht eine Nische vorher zu nehmen, wenn du das erste Mal hier unterwegs bist. Das ist auf jeden Fall sicherer. Ja, und die Skelette sind natürlich nervig, vor allem weil die ja wieder aufstehen. Die sollte man auf jeden Fall erledigen, weil ansonsten springen die einen hinterher und schießen mit Bogen. Und was weiß ich nicht noch alles, und insofern lieber erledigen. Ja, und wie du hier gerade bei mir gesehen hast, im Zweifelsfall lieber in die Nische rein, als sich von dem Teil erwischen zu lassen. Du kannst auch damit rechnen, dass in jeder Nische ein Skelett rumgammelt. Bevor du losrennst, kann ich dir nur empfehlen, auf jeden Fall zu schauen, wie die Distanz zum Wagen ist, ob es besser ist, wenn er unten ist oder oben ist, aber das siehst du dann ja. Es geht weiter, hier müssen wir nun rüberspringen in diesen Durchgang. Sobald du hier reinkommst, hast du es auch gleich mit Feinden zu tun, darunter diesen Typen, die zustechen und auch Fernkampf drauf haben. Du kannst hier einfach durchrennen, aber wenn du dich hier natürlich ein bisschen umschauen möchtest, dann ist es besser, die auszuschalten, weil die nerven sonst extrem und die sind auch nicht ohne, also auf jeden Fall aufpassen. Hier sind wir nun wieder bei einer zweiten Bahn mit einem Wagen. Hier hat er mich eben erwischt. Und zwar gibt es da oben etwas zu holen. Und dann, wenn man zurück will, wird das super knapp. Ich glaube fast, das ist gar nicht zu schaffen. Aber vielleicht schon. Ich habe es nicht nochmal probiert, weil ich das Teil ja schon geholt hatte und mich dann auf den weiteren Weg konzentrieren wollte. Aber du kannst ja mal berichten, ob es dir gelungen ist, der Todesfalle in der Sackgasse zu entkommen. Wie du ja bereits siehst, geht es hier auf der Bahn genauso weiter wie auf der vorherigen. In jeder Nische haben wir Skelette, die wir ausschalten müssen. Manchmal sind es sogar ein paar mehr. Das Gefährlichste ist hier tatsächlich der Wagen und abzupassen, dass man richtig losläuft. In der Eile läuft man natürlich da lang, wo man glaubt, dass es weitergeht, und das führt uns zur nächsten Falle, nämlich hierhin. Ich wollte da erstmal reinspringen in die Nische, aber dann ist mir natürlich auch aufgefallen, hey, da ist ja auch Lava, also wieder raus und schnell hoch. Normalerweise ist man hier auf jeden Fall dann tot, aber ich habe viel Leben, deshalb habe ich das überlebt. Und hier musst du aufpassen, hier im Schatten steht nämlich ein Schatten sozusagen und der erwartet dich natürlich, wenn du vor dem Wagen abhaust und dich in diese Nische verkrümmeln möchtest. Das ist auf jeden Fall fies und das Ding ist auch nicht ohne, vor allem wenn man überrascht wird, aber du bist ja nun vorgewarnt. Der Gegner hat jetzt auch was fallen lassen, nämlich die Mantisklinge, die ich hier ganz schnell aufgenommen habe, und natürlich nehme ich die Gräbertallilie hier auch mit. Ja, und jetzt geht's hier weiter. Wir müssen nämlich einfach hier runterspringen. Das wäre der Weg gewesen. Und hier können wir noch was aufsammeln. Und dann gibt es hier einen geheimen versteckten Tunnel. Ich bin erstmal dran vorbeigerannt. Der ist nämlich hier. Und der führt uns zu den beiden Rüstungen, die wir hier direkt gleich bekommen können. Allerdings haben wir es auch hier mit einem Gegner zu tun. Dieser Gegner, der ist auf jeden Fall auch nicht ohne. Es handelt sich nämlich um einen Bluthundritter. Und hier kann ich nur empfehlen, mach den so schnell nieder, wie du nur kannst. Hau alles rein. Hauptsache, der fängt nicht an, hier rumzuwuseln, weil dann ist der auf jeden Fall super nervig.
Und hier haben wir seine Rüstung, nämlich die Bluthund-Ritterrüstung. Das komplette Set bekommst du alles auf einmal. Und hier bei der Leiche bekommst du dann noch das zweite Set, nämlich die Gelmir-Ritterrüstung. Und damit hast du direkt zwei geniale Rüstungssets auf einen Streich. Es geht aber weiter. Jetzt geht es hier die Leiter hoch. Und hier oben kannst du nochmal was aufsammeln. Und dann wird es ein bisschen tricky, denn du musst hier auf diese Balken hier springen. Denn wenn du hier stehst, wartest du einfach ab, bis der Wagen zurückkommt und dann springst du einfach auf den Wagen. Und der Wagen fungiert nun als Taxi und bringt dich hierhin. Hier siehst du eine Leiter und da solltest du abspringen. Ich bin überzeugt davon, dass du das auf jeden Fall besser hinbekommst als ich. Das war jetzt nicht so toll, aber es hat ja geklappt. Das ist die Hauptsache. Und hier oben geht's dann weiter, denn hier oben geht's weiter zum Boss. Hier warten dich aber keinerlei andere Feinde mehr. Du musst hier nur einmal die Tür öffnen und dann ab durch den Gang bis hin zum gelben Nebel. Und dahinter wartet auch schon der heldenhafte rote Wolf auf dich, den du dann erledigen kannst. Am besten unter Zuhilfenahme deiner Lieblingsasche. Ich habe hier wieder meinen Crystallianer benutzt, weil der einfach super viel einstecken kann und der zieht Aggro und ich kann dann immer von der Seite ab und zu zuschlagen und den Boss dann ziemlich gut fertig machen. Und der lässt dann auch die Asche fallen. Zum Schluss gibt es dann noch hier eine Todeswurzel, die du dir noch aus der Kiste hier abholen kannst. Ja, und dann ist das Grab hier fix und fertig erledigt und du hast alle Sachen eingesammelt. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß mit den Teilen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Reinschauen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.